schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Dana hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Nee, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Shit, Josh. Ach, wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott! Matt! Was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Josh! Josh! Fuck!
sind Leute. Da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut. Sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Oh, my God.
Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Ah, das ist gut. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Interessant. Sehr interessant. Wärst du glücklich damit, eine Woche hier zu bleiben? Ganz allein für dich? Aus welchem Grund? Oh, tja. Es ist ein schmaler Grat zwischen der Friedlichkeit des Alleinseins und der Einsamkeit der Isolation. Dieses Thema sollten wir noch etwas vertiefen. Meinst du nicht? Aber für heute ist unsere Zeit um. Verbringen bis zur nächsten Sitzung viel Zeit mit Freunden. In einer Atmosphäre von Sicherheit. Dun 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 dun.